wir müssen, und das spreche ich, glaube ich, für alle bei Lufthansa, fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug offensichtlich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch den Co-Piloten des Fluges. Die Aufnahmen des Voice Recorders legen nahe, dass der Kapitän nach Erreichen des Reisefluges das Cockpit für kurze Zeit verlassen hat und anschließend leider nicht mehr zurückkehren konnte. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass der im Cockpit verbliebene Kollege, der Co-Pilot, ihm den Zutritt zum Cockpit nicht wieder ermöglicht hat, um den tödlichen Sinkflug in die französischen Alpen hinein einzuleiten. Ja, geradezu unfassbare Nachrichten von Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der Pressekonferenz heute Nachmittag auf dem Köln-Bonner Flughafen. Guten Tag, liebe Zuschauer, ein weiteres ZDF-Spezial zum Airbus-Absturz. Jetzt steht es offenbar fest, es war kein Unglück. Es gab kein technisches Versagen. Es gab auch kein menschliches Versagen, sondern den Vorsatz eines Menschen, die Katastrophe herbeizuführen. Es war der Co-Pilot. Er war es, der den Sinkflug einleitete, als der Kapitän kurz das Cockpit verlassen hatte. Als der wieder hinein wollte, sperrte ihn sein Co-Pilot einfach aus. Offenbar keine Chance für den Captain, wieder ins Cockpit zu gelangen, um den Absturz zu verhindern. Ja, warum? Um Himmels Willen hat das der Co-Pilot getan. Ein 28 Jahre junger Mann aus Montabaur, der sich offenbar das Leben nehmen wollte und dabei 149 andere Menschen mit in den Tod riss. Betretene Gesichter bei den Chefs von Germanwings und Lufthansa. Nicht technisches Versagen habe den Absturz herbeigeführt, sondern einer der Piloten. Wir müssen, und das spreche ich, glaube ich, für alle bei Lufthansa, fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug offensichtlich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch den Co-Piloten des Fluges. Diese Aussage stützt sich auf erste Auswertungen des Voice Recorders. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass der im Cockpit verbliebene Kollege, der Co-Pilot, ihm den Zutritt zum Cockpit nicht wieder ermöglicht hat, um den tödlichen Sinkflug in die französischen Alpen hinein einzuleiten. Beide Piloten hätten das strenge Auswahlverfahren der Lufthansa erfolgreich absolviert, inklusive psychologischer und medizinischer Tests. Allerdings gäbe es im Lebenslauf des Co-Piloten eine kleine Unregelmäßigkeit. Es gab, das möchte ich erwähnen, vor 6 Jahren in der Ausbildung eine längere Unterbrechung. Und nachdem die Eignung des Kandidaten dann nochmal festgestellt wurde, hat er die Ausbildung wieder aufgenommen. Warum es zu dieser Unterbrechung kam, wollte der Lufthansa-Chef aus Datenschutzgründen nicht erläutern. Die Piloten würden regelmäßig medizinisch durchgecheckt, einen psychologischen Test aber gäbe es nur einmal. Jeder erste Offizier ist so ausgebildet bei Lufthansa, dass er auch bei einer sogenannten Incapacity des Kapitäns, also falls der Kapitän nicht flugfähig ist, das Flugzeug als stellvertretender Kommandant dann als Kommandant führen kann. Und Teil dieser Ausbildung auch unserer Co-Piloten, die durchgeführt wird, ist natürlich auch die psychologische, sagen wir mal, Vorbereitung auf diese Führungsaufgabe. Aber einen expliziten Test ist vom Luftfahrtbundesamt und von europäischen Behörden nicht vorgesehen und gibt es auch nicht. Selbst mit strengsten Testverfahren ließe sich ein solch tragisches Einzelereignis nicht verhindern, betonte der Lufthansa-Chef. War es am Ende Selbstmord? Auf diese Frage gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort. Unser Reporter Ralf Goldmann war bei der Pressekonferenz auf dem Köln-Bonner Flughafen am Nachmittag dabei. Ralf, viele Fragen auf dieser Pressekonferenz, viele Antworten vom Lufthansa-Chef. Dennoch, es bleiben ja entscheidende Punkte offen. Ja, das ist richtig. Die Frage, die sich hier alle Journalisten, die Anwesenden aus vielen, vielen Ländern der Welt hier gestellt haben, ist natürlich die Frage nach dem Motiv des Co-Piloten. Und auf diese Frage konnten auch Carsten Spohr und Thomas Winkelmann auf dem Podium keine Antwort geben. Also da sagte man, es ist alles Spekulation, was man sagt. Man kann im Prinzip nur sagen, dieser Co-Pilot hat bewusst diesen Sinkflug eingeleitet. Er hat dafür gesorgt, dass diese Cockpit-Tür tatsächlich nicht geöffnet werden kann vom Piloten.
was dahinter steckt, was in seinem Kopf vorgegangen ist, darüber könne und wolle man nicht spekulieren. Es ist auch die Frage gestellt worden nach dem privaten und nach dem beruflichen Umfeld des Piloten, ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Vorfeld gegeben hat, ob man da irgendwelche Erkenntnisse hat. Auch da keine Antwort, das haben wir im Beitrag schon gehört, aus Datenschutzgründen. Und was die Tests angeht, die dieser Co-Pilot durchlaufen hat, da berufte man sich auf die medizinische Schweigepflicht. Auch dazu keine Angaben. Das ist eine Sache, die Ermittler jetzt klären müssen. Es gibt ja Hausdurchsuchungen in Montabaur auch und man versucht herauszufinden, was wirklich im Kopf des Co-Piloten vorging und was das Motiv für diese schreckliche Aktion gewesen ist. Ja, Lufthansa-Chef Spohr war ja wirklich sichtlich entsetzt über dieses Unfassbare, hat aber gleichzeitig seine Piloten in Schutz genommen, hat gesagt, sie seien die Besten der Welt und hat auch das Auswahl- und Ausbildungsverfahren verteidigt. Wird man trotzdem jetzt bei der Lufthansa Konsequenzen ziehen müssen? Naja, also grundlegende Konsequenzen hat man hier zumindest heute nicht angekündigt. Also man hat nochmal gesagt, dieses Auswahlverfahren und die Tests, die es gibt bei Piloten, bevor sie dann ein Flugzeug besteigen, die hätten sich über Jahrzehnte bewährt und da gäbe es keinen Anlass, jetzt grundlegend Veränderungen vorzunehmen. Allerdings hat er auch in einem anderen Satz gesagt, man muss sich schon überlegen, was man nach einem solchen Ereignis besser machen kann. Also natürlich werden bei der Lufthansa und bei der Germanwings jetzt Überlegungen angestellt, was man anders machen kann, ob man vielleicht das private Umfeld noch besser durchleuchten kann, soweit das überhaupt möglich ist, oder andere Dinge und vielleicht die Testintervalle vielleicht ein bisschen enger fassen, um wirklich sicher zu sein, dass man es hier mit stabilen Menschen, mit stabilen Persönlichkeiten zu tun hat, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Aber das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicher eine Hauptaufgabe bei der Lufthansa und bei der Germanwings sein. Danke, Ralf Goldmann, für diese Information und Einschätzung. Danke nach Köln-Bonn. Ja, der Co-Pilot, man muss diese Frage so stellen können, ein Selbstmörder und ein Mörder, der 149 Leben ausgelöscht hat. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die sind angelaufen. Andreas L. kommt aus Montabaur. Das ist ein kleines Städtchen in Rheinland-Pfalz. 28 Jahre alt, seit 2013 als Co-Pilot im Dienst der Lufthansa-Tochter Germanwings. Er hat sich hochgearbeitet, vom Flugbegleiter zum Co-Piloten. Sein Umfeld, das beschreibt ihn als unauffällig. Und die medizinisch-psychologischen Aufnahmetests, die hat er auch alle bestanden. Wir schauen jetzt mal nach Montabaur. Montabaur, Westerwald, weit weg vom Unglücksort in den Alpen. Bis vor einem Jahr wohnte hier Andreas L., 28 Jahre, erster Offizier bei Germanwings. Und nach Stand der Ermittlung war er's, der Co-Pilot, der Flug 4U9525 absichtsvoll zum Absturz brachte und 149 Menschen in den Tod riss. In Montabaur hatte Andreas L. Eltern und Freunde. Am Morgen glaubten sie noch, Andreas L. sei eines der unschuldigen Opfer der Katastrophe. Seit heute Nachmittag scheint alles anders. Beim Luftsportclub Westerwald lernte Andreas L. das Segelfliegen. Mit 14 trat er dem Verein bei, war bis zuletzt aktiv. Man kannte Andreas L. gut, jetzt sind die Flieger fassungslos. Wir haben ihn als sehr sympathischen jungen Menschen kennengelernt. Weder in die eine noch in die andere Richtung in irgendeiner Form auffallend. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür, gibt es nicht. Die Nachricht, die jetzt vor wenigen Minuten gekommen ist, die hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Also wenn ich so an die vergangene Zeit denke und auch noch so an die Gespräche im letzten Jahr, ist es für mich unerklärlich. Andreas L., ein begeisterter Flieger. Seine Leidenschaft machte er zum Beruf. Er absolvierte eine Ausbildung in der Flugschule der Lufthansa in Bremen. Zunächst reibungslos, doch dann lief etwas schief. Es gab, das möchte ich erwähnen, vor 6 Jahren in der Ausbildung eine längere Unterbrechung. Und nachdem die Eignung des Kandidaten dann nochmal festgestellt wurde, hat er die Ausbildung wieder aufgenommen. 2013 wird L. dann Co-Pilot bei Lufthansa und Germanwings. 600 Flugstunden ohne Beanstandung, eine normale Pilotenkarriere. Der Fluglinie schien er psychisch geeignet. Bei der Auswahl, beim Training von Flugzeugpiloten ist man besonders sorgfältig. Also der psychologische Dienst, der hier zuständig ist, sind schon beim Auswahl, beim Bewerberverfahren natürlich darauf auszusehen, sind es Personen, die auch hinreichend stabil sind, einem normalen Flug oder auch einem unter schwierigen Verhältnissen durchzustehen. Und sollte da jemand stärker labil sein oder so, dann würde das relativ frühzeitig erkannt werden. Aber es gibt natürlich auch Störungsformen, die sich sehr rasch entwickeln, die nicht so leicht erkannt werden, sodass jemand
zu Recht oder in guter Weise vorher begutachtet wurde und man gesagt hat, der ist gut, der ist stabil. Aber man ist ja nicht ständig hinter einem her und weiß auch nicht alles, was im Leben eines Menschen passiert. Es könnte sein, dass wir in den nächsten Tagen erfahren, dass sich da in den Lebensumständen dieses Mannes in jüngster Zeit etwas so radikal geändert hat, dass es niemand vorher wusste und nicht einschätzen konnte. Andreas L. wird als sympathisch, unauffällig und belastbar geschildert. Für den Experten ist es völlig rätselhaft, was den jungen Mann zu seiner Tat getrieben haben könnte. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand ohne jede Rücksicht so viele Menschen, die ihm überhaupt nichts getan haben, die er gar nicht kennt, die nur sozusagen mehr oder minder zufällig jetzt in diesem Flugzeug sitzen, das er hier führen soll, dass er die umbringt. Eigentlich eine Frage, die auch einen Kriminalpsychologen zunächst nur den Kopf schütteln lässt und mehr Fragen als Antworten produziert. Die Polizei sucht Antworten. Vor knapp 2 Stunden durchsucht sie eine Wohnung in Düsseldorf, den letzten Wohnsitz von Andreas L. Vielleicht finden sich hier entscheidende Erkenntnisse, die Aufschluss über die Motive des Co-Piloten geben können. Und aus Montabaur, dem Heimatort des Co-Piloten, ist jetzt unser Reporter Bernd Mosebach zugeschaltet. Bernd, beschreiben Sie doch einfach mal Ihre Eindrücke, die Sie dort vor Ort in den letzten Stunden sammeln konnten. Also hier vor dem Flugplatz, auf dem Segelflugplatz hier in Montabaur, hat sich mittlerweile internationale Presse eingefunden. Und nicht weit von hier am Wohnhaus der Eltern ist die Staatsanwaltschaft dabei, das Haus seiner Eltern zu durchsuchen. Wir haben hier heute Nachmittag Menschen gefunden, die ihn gut kannten, die ihn auch zuletzt im Herbst letzten Jahres hier auch noch erlebt haben. Er ist mit 14 Jahren ja hier eingetreten in diesen Segelflugverein und hat seinen Flugschein gemacht und war auch bis zum Schluss passiv Mitglied und hat hier im Herbst noch einmal seinen Flugschein aufgefrischt, noch mal Flugstunden genommen. Und das, was alle hier sagen, ist die Beschreibung eines normalen, jungen, freundlichen, engagierten und völlig unauffälligen Mannes, der dann offensichtlich einen anderen Weg gegangen ist. Man kann sich das hier überhaupt nicht erklären. Man ist ratlos, fassungslos. Man will es auch noch gar nicht so richtig glauben. Man hofft immer noch, dass vielleicht herauskommt, dass er es vielleicht gar nicht so war das, was ihm jetzt unterstellt wird, dass er in Selbstmordabsicht dieses Flugzeug mit den 150 Passagieren in den Tod gestürzt hat. Man will es noch gar nicht so richtig glauben. Ja, Andreas L., der Unauffällige. Auffällig ist aber die Tatsache, dass er damals seine Co-Pilotenausbildung für mehrere Monate ja unterbrochen hatte und erst nach dieser, nennen wir es mal, längeren Auszeit weitermachte. Die Gründe dafür durfte der Lufthansa-Chef vorhin auf der Pressekonferenz nicht nennen. Hört man irgendetwas aus dem Umfeld von Andreas L., was das erklären könnte? Nein, dafür gibt es hier auch keine Erklärung. Das war auch den Kollegen hier von ihm neu. Man kann dazu hier nicht mehr sagen. Es ist ein Rätsel. Er ist unauffällig gewesen und freundlich. Er war sportlich aktiv. Er ist Marathon gelaufen. Auch bei Jumbings, bei der Lufthansa ist er mitgelaufen bei einem Halbmarathon. Er war klettern. Er war gesellig. Er hat viele Freunde hier gemacht. Er hat sein Abitur hier gemacht. Er ist hier ganz normal aufgewachsen. Und er ist ja dann auch in die Schule nach Bremen gegangen und hat dort dann seinen Lebenstraum erfüllt. Es gab ja hier auf der Homepage des Segelflugsvereins eine Kondolenzanzeige, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, dass er seinen Traum, mal Airbus-Pilot zu werden, auch erfüllt hat und erfüllen konnte. Und das heißt hier, er konnte sich seinen Traum erfüllen, den Traum, den er jetzt so teuer mit seinem Leben bezahlt hat. Und möglicherweise haben 149 andere Menschen diesen Traum auch mit dem Leben bezahlen müssen. Vielen Dank. Bernd Mosebach, vielen Dank nach Montabaur. Am Stadtrand von Düsseldorf hatte der 28-jährige Co-Pilot Andreas L. einen weiteren Wohnsitz. Auch hier haben Polizisten heute Nachmittag begonnen, die Wohnung zu durchsuchen. Die Ermittler hoffen, so Erkenntnisse zu den Hintergründen der möglichen Tat zu gewinnen. Und wie unser Korrespondent Bernd Mosebach ja gerade berichtet hat, wurde auch gerade das Elternhaus, damit der Zweitwohnsitz des Co-Piloten in Montabaur durchsucht. Und in Berlin begrüße ich jetzt Freddy Lang. Er ist ein erfahrener Psychologe. Herr Lang, zunächst die Frage aller Fragen, die sich wohl jeder Zuschauer hier und heute Abend stellt. Warum bringt sich jemand, der offenbar nicht mehr leben will, nicht allein um, sondern reißt so viele Menschen einfach mit in den Tod? Naja, ich nehme an, dass es irgendeinen Grund gegeben hat,
der ihn getrieben hat, Aufmerksamkeit zu erzeugen mit diesem schrecklichen Ereignis. Letztlich kann man sich im Moment keine andere Ursache vorstellen. Sie haben ja vorhin berichtet aus dem Umfeld, dass es keine Unauffälligkeiten gab, die in letzter Zeit erkennbar waren. Insofern kann man im Grunde genommen nur eine sehr unglückliche und dramatische Entwicklung vermuten und dabei aber auch eine Zuspitzung im Sinne, ein Zeichen setzen zu wollen und da sozusagen die Gelegenheit zu nutzen und wahrscheinlich auch in höchster Verzweiflung dann auch emotional keine Rücksicht zu nehmen auf andere Betroffene und auf die Fluggäste. Piloten und Co-Piloten, die werden ja medizinisch und psychologisch untersucht bei der Auswahl und bei der Ausbildung. Danach gibt es diese regelmäßigen Medizinchecks, aber keine Psychochecks, sage ich jetzt einmal. Wäre das nach diesen Vorfällen, die ja nicht die ersten sind, es gab ja schon andere Selbstmordfälle dieser Art, sollte man nicht da auch anfangen, solche psychologischen Untersuchungen einzuführen? Es gibt schon auch psychologische Untersuchungen innerhalb der Eignungsbeurteilung, aber natürlich nicht im strengeren Sinne auf Erkrankungen, auf höchste Belastungen konzentriert. Auch schon auf Belastungsmanagement und Ressourcen, die im Kontext sozusagen der Arbeitsbewältigung stehen. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass wenn es eine starke psychische Belastung gibt, dann ist natürlich auch ein Pilot, der diese mitteilt, von Berufsunfähigkeit, von Flugunfähigkeit bedroht. Und insofern gibt es dann auch immer die Tendenzen, auch das möglichst zu verheimlichen. Und da finden sich Wege, entweder Fragebogen falsch zu beantworten oder auch in Interviews Sachen nicht mitzuteilen oder anders darzustellen, sodass eine Diagnostik an dieser Stelle zwar gemacht wird, aber nur begrenzt präventive Wirkung entfalten kann. Ja, schwierig, schwierig, in die Köpfe der Menschen hineinzuschauen, wenn es seinem Umfeld auch nicht auffällt. Was ist mit den Kollegen bei einer Luftfahrtgesellschaft? Sie sind ja auch Experte für Eignungstests bei anderen Berufsgruppen. Was kann man erwarten von Kollegen, denen etwas auffällt oder vielleicht auch nicht auffallen will? Wird das in der Regel tatsächlich von den Kollegen zum Anlass genommen, Vorgesetzte zu informieren nach dem Motto, mit unserem Piloten und mit unserem Co-Piloten ist irgendwas nicht in Ordnung? Oder ist das eher die Ausnahme? Ich würde mal sagen, das ist eher die Ausnahme. Es gibt immer eher eine Zurückhaltung, selbst aktiv zu werden, im Hinblick auf Unterstützung zu leisten, zu fragen, kann ich dir irgendwas helfen, dir geht's nicht gut, ist irgendwas, wo ich behilflich sein kann, aber auch dann direkt zum Vorgesetzten zu gehen oder zum Betriebsarzt ist nochmal eine etwas größere Hürde für ja, das kollegiale Miteinander, sodass man da beobachten muss, dass diese kollegiale Unterstützung in vielen Fällen nicht greift. Das hängt aber auch ein Stück weit dann vom Teamklima ab, wie gut das entwickelt ist, inwiefern sozusagen auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung im Miteinander erlebt und gelebt wird. Das ist sehr unterschiedlich in Teams und auch eine Aufgabe des Arbeitgebers zu befördern. Vielen Dank für diese Information und Erläuterung, Freddy Lang. Psychologisch. Dass sich das Drama in den französischen Alpen so ereignen konnte, liegt unter anderem eben auch daran, dass es diese Tür zum Cockpit gibt. Denn seit den Terroranschlägen in den USA von 2001, da wurden die Sicherheitsvorkehrungen in den Flugzeugen verstärkt, damit das Cockpit nicht von Terroristen gestürmt werden kann. Deshalb wurden die Türen mit einer neuen Schließtechnik versehen. Und wenn sich jemand von innen ganz bewusst einschließt, ist von außen kein Öffnen mehr möglich. Veronika Pieper erklärt uns jetzt mal dieses Verriegelungssystem. Ein Airbus A320. Er gilt als eines der sichersten Flugzeuge. Damit er noch sicherer wird, wurden nach dem 11. September neue Cockpit-Türen eingeführt, um Flugzeuge wirksamer vor Terroranschlägen zu sichern. Die Türen sind nach dem 11. September gepanzert worden, um grundsätzlich einen Zutritt zum Cockpit gegen den Wunsch der Cockpitbesatzung nicht möglich zu machen. Gepanzert worden sogar so, dass er mit kleinkalibrigen Waffen auch mit Waffengewalt nicht geöffnet werden kann. Wenn einer unserer Piloten oder grundsätzlich in der Luftfahrt das Cockpit verlässt, zum Beispiel aus biologischen Gründen, kann er an der Tür klingeln
Der im Cockpit befindliche Kollege hat Bildschirme, mehrere, um zu schauen, wer derjenige ist, der vor der Cockpit-Tür steht und Einlass gewährt. Wenn es der Kollege ist oder natürlich eine andere Kollegin oder Kollege aus der Kabinencrew, gibt es einen Knopf, mit dem diese elektrisch gesicherte Tür aufspringt. Für den Fall, dass dem oder den Piloten im Cockpit etwas zugestoßen sein sollte, gibt es aber auch die Möglichkeit, die Cockpit-Tür von außen zu öffnen. Dafür gibt es einen weiteren Code, einen erweiterten Code, den man dann an der Tür angeben kann, der auch zu einem Klingelzeichen führt. Und wenn dann auf dieses Klingelzeichen nicht geantwortet wird, geht die Tür elektrisch auf und erlaubt den Zugang. Um ein gewaltsames Eindringen durch beispielsweise Terroristen in das Cockpit zu verhindern, haben die Piloten die Möglichkeit, die Tür von innen bewusst zu verschließen. Dann ist die Cockpit-Tür für 5 Minuten verriegelt. Wir können und wollen jetzt hier nicht über die Erkenntnisse der französischen Behörde hinaus spekulieren. Es muss entweder so gewesen sein, dass der Kapitän beim Versuch ins Cockpit zu kommen diesen erweiterten Code nicht eingegeben hat, was wir uns alle nicht erklären können, denn diesen Code kennt jeder von uns rund um die Uhr auswendig und das wäre das übliche Verfahren. Oder aber der Kollege hat diesen Code eingegeben und der im Cockpit befindliche Kollege hat durch Blockieren des Schalters oder durch Umstellen des Schalters auf Locked, auf geschlossen, verhindert, dass die Tür elektrisch aufgeht. Es gibt bei Lufthansa keine Vorschrift, dass bei Abwesenheit eines Piloten ein anderes Crewmitglied ihn im Cockpit ersetzen muss. Dieses Prozedere gibt es nicht nur bei Lufthansa nicht, das ist in Europa, in Deutschland nicht vorgesehen. Es gibt weltweit wenige Airlines, die ein solches Prozedere haben. Aber wie fast alle unsere großen auch Wettbewerber und in Europa, glaube ich, fällt mir kein einziger ein, haben wir das nicht. Wir werden sehen, welche weiteren Erkenntnisse die nächsten Tage bringen. Und aus Hamburg jetzt live zugeschaltet Heinrich Groß-Bongardt, Luftfahrtexperte, quasi unser ständiger Berater bei diesen Spezialsendungen. Herr Groß-Bongardt, an Betracht dieses Dramas müssen jetzt die Sicherheitsvorkehrungen neu überdacht werden. Ein Verkehrsexperte forderte bereits die Einführung einer sogenannten Zwei-Personen-Regel in Cockpits. Sicherheitsdinge zu überprüfen, nach einem Unfall eine genaue Analyse zu machen, alles genau zu überprüfen, kann man an der Technik was ändern, kann man an dem Verfahren was ändern, ist Praxis in der Luftfahrt, das gehört einfach dazu. Das hat die Luftfahrt so sicher gemacht, wie sie heute ist. Und das wird ganz sicherlich auch dieses Mal passieren. Aber Schnellschüsse kann jetzt helfen da auch nicht weiter, sondern da muss eine genaue Analyse erfolgen. Und dann muss man sehen, wie kriege ich da womöglich einen Sicherheitsgewinn noch hin. Danke, Herr Groß-Bongardt, für diese kurze Einschätzung. Ja, liebe Zuschauer, und all diese neuen Erkenntnisse, die beruhen ja auf der Auswertung des Stimmenrekorders aus der Airbus-Maschine. Der wurde ja relativ schnell gefunden an der Unglücksstelle. Die Suche nach dem zweiten Flugschreiber, die dauert an und wurde auch heute den ganzen Tag in den französischen Alpen fortgesetzt. Dort, wo ihn heute auch einige Angehörige der Opfer angereist sind, um ihren Lieben noch einmal ganz nah sein zu können. Sobald der Berg es zulässt am Morgen, machen sie sich wieder bereit aufzusteigen mit Tragen, Seilen und Spitzhacken. Kein Wort zur Presse, zu groß die Konzentration auf die schwere Aufgabe, der sie da entgegenfliegen. Ein paar Opfer sind geborgen der Flugkatastrophe, über deren Ursache nun so Schreckliches ans Licht kommt. Was der Sprachrekorder aufzeichnete, was die Piloten sprachen vor dem Absturz, enthüllte heute der zuständige Staatsanwalt. Als der Co-Pilot allein im Cockpit ist, weil der Chefpilot mal raus muss, manipuliert er die Knöpfe des Flight Monitoring Systems, um den Sinkflug einzuleiten. Das kann er nur willentlich und absichtlich getan haben. Die Piloten im Cockpit haben absolute Kontrolle über den Zugang. Sie gewähren ihn per Knopfdruck, wie dieser Schulungsfilm zeigt. Sollten die Insassen einmal nicht dazu in der Lage sein, kann man sich per Code den Zugang öffnen. Es sei denn, auch das wurde willentlich ausgeschlossen. Das scheint der Co-Pilot gemacht zu haben. Der Chefpilot hat zum Schluss auch geklopft, um sich bemerkbar zu machen, um Zugang zu bekommen. Keine Antwort des Co-Piloten.
Man hört das Atmen im Cockpit und das hört man bis zum Aufprall. Das heißt, der Co-Pilot war am Leben. Was da vor sich ging, begriffen die Insassen wohl erst kurz vor dem Schluss, so der Staatsanwalt. Bei 700 Stundenkilometern Aufprallgeschwindigkeit waren sie sofort tot. Der Co-Pilot hat das aus Gründen, die wir nicht kennen. Aber man kann klar sagen, dass es in der Absicht geschah, das Flugzeug zu zerstören. Die Gruppe von Angehörigen, die heute Mittag zum Unglücksort reist, erfährt die schreckliche Neuigkeit über den Co-Piloten direkt vom zuständigen Staatsanwalt. Im Unglückstal ist man auf die Angehörigen vorbereitet. Die Anwohner haben Ferienhäuser und andere Unterkünfte für sie eingerichtet. Fast wichtiger noch, Psychologen stehen bereit. Man muss sie reden lassen, man muss ihnen zuhören und sie begleiten, wenn es nötig ist. Begleiten sogar bis an die Stelle, wo das Leben des geliebten Menschen endete, wenn es bei der Trauerarbeit hilft. Den Angehörigen stehen Helikopter zur Verfügung. Wenn die Leute in die Nähe wollen, dann sind wir für sie da, sagte dieser Pilot. Wir machen für sie alles, was sie wollen. Die Helfer suchen weiter nach Opfern und sie suchen auch noch den Flugdatenschreiber, auch wenn der Sprachrekorder schon so viel offengelegt hat. Aber die Angehörigen haben ein Recht darauf, die Ursachen des Unglücks vollständig zu verstehen. Und an der Absturzstelle in Saint-Les-Alpes ist für uns jetzt Theo Koll live zugeschaltet. Theo, die erste Trauergruppe ist also offenbar schon bei Ihnen vor Ort eingetroffen. Was geschieht dort jetzt? Sie waren hier, muss man sagen, bis vor wenigen Minuten die 7 Busse mit, wie uns gesagt wurde, insgesamt 300 Angehörigen waren hier seit kurz nach 16 Uhr. Es gab eine Gedenkveranstaltung. Man muss sich das vorstellen, wir sind hier in Le Vernet im Prinzip auf der anderen Seite des Bergmassivs, das so viele Todesopfer gefordert hat. Das heißt, hier Luftlinie entfernt, ungefähr 1 Kilometer entfernt auf der anderen Seite dieses Bergmassivs, sind die Menschen hier zu Tode gekommen. Das heißt, die Angehörigen hatten den Wunsch, so nah wie möglich an diesen Ort zu kommen. Die französischen Behörden haben hier eine Gedenkveranstaltung organisiert, sehr würdig. Die Presse wurde sehr weit entfernt gehalten. Das hat man wirklich gut gemacht. Und es gab dort mehrere Ansprachen, es gab einen Trauerraum. Das Ganze hat gut eine Stunde gedauert. Die Angehörigen sind jetzt auf dem Weg nach Seen in das andere Trauerzentrum, dort, wo auch die Bergungsarbeiten koordiniert werden, dort, wo viele der Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen wurden bzw. von Bewohnern zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt hier eine ganz große Welle der Hilfe und der Sympathie. Theo, eine Frage noch. Es hieß ja, dass auch die Familien der beiden Piloten auf dem Weg zur Absturzstelle sind. Wissen Sie mehr darüber? Dann müssten ja auch die Eltern des Co-Piloten dabei sein. Ja, es sind 2 getrennte Gruppen. Also hier waren jetzt die Angehörigen der Passagiere. Die Angehörigen der Crew und der Piloten sind in einer separaten Gruppe. Es sind ungefähr 40, wurde uns gesagt, schon in Seen. Das heißt, die waren an dem anderen Ort. Wenn Sie mir noch einen Gedanken erlauben, der mir eben hier gekommen ist, der Pilot bzw. der Absturzort ist ja im Grunde willkürlich. Also wenn man davon ausgeht, dass dieser Pilot sich umbringen wollte und auf den Moment gewartet hat, dass sein Kollege das Cockpit verlässt, dann war er ja abhängig von der Entscheidung des Piloten. Das heißt, der Absturzort war willkürlich. Man stelle sich mal vor, das hier ist eine riesige Tragödie, aber weil der erste Pilot in dem Moment zur Toilette ging, ist das Flugzeug hier in einem unbewohnten Bergmassiv runtergegangen. Man stelle sich mal vor, er hätte über Marseille oder über irgendeine andere Stadt wäre der Moment gewesen, dann hätte, wenn das wirklich so war, dass der zweite Pilot den Selbstmord gesucht hat oder den Absturz, dann hätte es wahrscheinlich noch eine viel größere Tragödie gegeben, weil der Absturzmoment ja nicht von ihm gewählt wurde. Vielen Dank für diese Informationen und für Ihre Einschätzung, Theo Koll. Vielen Dank nach Vernier. Ja, liebe Zuschauer, die Nachrichten haben sich ja heute Vormittag und heute Mittag geradezu überschlagen.
Und offenbar ist das Ganze auch in Paris, ich sag mal, wie ein Paukenschlag aufgenommen worden. Nathalie Steger, Sie stehen ja vor der BEA, der französischen Luftaufsichtsbehörde. Gestern hatte man sich ja da noch erst sehr offen, dann plötzlich bedeckt gehalten. Alles wurde ganz geheimnisvoll. Heute wissen wir, was der Grund dafür war. Ja, das kann natürlich sein, dass sich diese unabhängige Behörde, dieses unabhängige Institut schlicht überfordert gefühlt hat mit diesen Informationen. Das ist ein sehr anerkanntes Institut für technische Fragen. Aber die Kommunikationspolitik, die wurde in der Vergangenheit schon immer wieder kritisiert und jetzt eben auch. Es heißt, man hat eben diese Stimmen gestern angehört, aber die Inhalte einfach nicht weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft in Marseille, die betraut ist mit den Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft in Marseille kritisiert ganz deutlich, dass man erst sehr spät die Informationen bekommen hat. Man hat ihnen die Gespräche geschickt, schriftlich. Und das musste dann auch noch vom Deutschen ins Französische übersetzt werden. Und die Staatsanwaltschaft kritisiert hier wirklich eindeutig und sagt, wir brauchen Klarheit, die Familien müssen informiert werden und die Staatsanwaltschaft ist in Kontakt mit den Familien, um das auszubügeln, was die BEA gestern verzögert hat. Vielen Dank, Nathalie, für diese Einschätzung. Ja, Bus und Straßenbahn stehen still. In Schulen ruhte für einen Moment der Unterricht. Mit einer Schweigeminute haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen um 10.53 Uhr der Passagiere und Besatzungsmitglieder des Germanwings-Absturzes in Südfrankreich gedacht. Denn genau um diese Uhrzeit war ja die Funkverbindung am Dienstag abgebrochen. Vom Düsseldorfer Flughafen hatten sich am Morgen die vielen Angehörige der Opfer mit einer Sondermaschine der Lufthansa nach Südfrankreich aufgemacht. Düsseldorf heute Morgen, 10 nach 9. Der Lufthansa Airbus hat 50 Hinterbliebene an Bord. Außerdem Seelsorger, Ärzte, Psychologen, damit die Angehörigen vor Ort in den französischen Alpen Abschied nehmen können. Wir wollen jetzt eine Minute der Opfer dieser Flugzeugkatastrophe gedenken. Das Humboldt-Gymnasium in Köln. Überall im Land sind die Menschen heute in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen. Der Deutsch-Leistungskurs steht kurz vor dem Abitur. Eigentlich wollten sie feiern, eine ausgelassene Party-Mottowoche zum Schulabschluss. Doch nun tragen alle schwarz. Wenn wir überhaupt kein Zeichen mehr setzen, was sind wir denn für Menschen? Und deswegen finde ich das auch ein wunderbares Zeichen, dass man eben gerade in so einer Mottowoche sowas unterbricht, weil es für mich noch viel bedeutsamer ist dann als in einer gewöhnlichen Woche. Wenn Menschen aus NRW plötzlich sterben, ein ganzer Schüleraustausch mit Lehrern, das macht einen schon irgendwie ein bisschen traurig, also, und zieht einen runter. In Haltern am See tragen sich heute viele Menschen ins Kondolenzbuch der Stadt ein. Gegen 13:30 ruft die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft den Leiter des Josef-König-Gymnasiums an und informiert ihn darüber, dass der Co-Pilot den Absturz offenbar absichtlich herbeigeführt hat. Ich habe diese Nachricht sofort weitergegeben ins Kollegium. Und alle Kollegen waren genauso fassungslos wie ich. 16 seiner Schüler und 2 Lehrerinnen sind gestorben, weil der Co-Pilot wohl absichtlich die Maschine in den Tod steuerte. Wir wissen nicht, was den jungen Mann getrieben hat. Wir wissen nicht, ob er überhaupt die Tragweite seiner Entscheidung hat absehen können, ob er psychisch krank war. Alles das wäre Spekulation. Da müssen wir uns zurückhalten. Aber wenn Sie mich gestern fassungslos gesehen haben, das kann man nicht steigern, aber das macht das wirklich noch eine Dimension viel, viel unvorstellbarer. Und die Frage, wie gehen Eltern damit um, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Auch im Düsseldorfer Landtag eine Schweigeminute. In vielen Behörden und Unternehmen des Landes halten die Menschen inne. Im Düsseldorfer Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Viele Menschen tragen sich ein, um ihr Mitgefühl mit den Hinterbliebenen zu zeigen und dass das Unglück sie nicht unberührt lässt. Ich glaube, viele Leute wollen sich gewissermaßen den Schmerz vom Herzen schreiben. Da. Und also die Anteilnahme hier in der Stadt ist riesengroß. Und ich glaube, niemand möchte jetzt schon zum normalen Alltagsgeschäft übergehen. Ich war gerade in einer Sitzung mit den Leitern unserer Bezirksstellenverwaltungen. Ganz selbstverständlich haben wir uns erhoben zur Schweigeminute um 10.53 Uhr. Und also die Betroffenheit ist mit Händen zu greifen. Auf ihre Mottowoche zu verzichten, ist den Schülern am Kölner Humboldt-Gymnasium nicht ganz leicht gefallen. Doch die verunglückten Gymnasiasten aus Haltern am See werden nie wieder eine Party feiern können. Wenn sie sich hier in Köln auch nur ein wenig solidarisch zeigen können, dann wollen sie das gerne tun.
Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich vor knapp einer Stunde in Berlin zu diesen neuen bestürzenden Erkenntnissen geäußert. Hier Ausschnitte aus ihrer Presseerklärung. Heute nun haben uns Nachrichten erreicht, dass dieser Tragödie eine neue, eine schier unfassbare Dimension gegeben wird. Die französischen und die deutschen Ermittlungsbehörden berichten, dass sie nach dem heutigen Stand ihrer Ermittlungen davon ausgehen müssen, dass der Co-Pilot das Flugzeug bewusst zum Absturz gebracht hat. Mich trifft diese Nachricht genau wie wohl die allermeisten Menschen. So etwas geht über jedes Vorstellungsvermögen hinaus. Wir kennen noch nicht alle Hintergründe und deshalb ist und bleibt es so wichtig, dass weiter ermittelt wird, dass jeder Aspekt weiter gründlich untersucht wird. Tja, liebe Zuschauer, was bleibt einem am Ende eines solchen Tages, einer solchen unfassbaren Tragödie noch zu sagen? Die Seele des Menschen ist unergründlich, das sagte einst der Philosoph Heraklit. Wie wahr? Das war unser ZDF-Spezial. Weitere Informationen finden Sie jederzeit im Internet bei heute.de. Später in der Heute-Sendung um 19 Uhr und im Anschluss daran in einem weiteren ZDF-Spezial. Hier geht es jetzt weiter mit Leute heute. Danke für Ihr Interesse und guten Abend.